Mit gerade einmal 19 Jahren hat Rapper Brado gutes Geld gemacht. Sowohl er als auch Mero erleben einen unglaublichen Hype. Ihre Songs werden millionenfach angeklickt und dabei haben sie gerade erst angefangen. Zu der Zeit konnten sie einen Song nach dem anderen veröffentlichen und immer wieder Rekorde brechen. Doch dann war plötzlich vorbei. Mero beendet insgeheim die Zusammenarbeit mit Ratar und auch Brado blieb auf der Strecke. Alleine hat er immer wieder versucht, an seinen Erfolg anzuknüpfen, aber irgendwie war die Power nicht mehr die gleiche. Zu dem Zeitpunkt beschäftigt er sich aber auch immer mehr mit der Religion und findet da seinen Frieden. Die Musik interessiert ihn nicht mehr wie am Anfang. Monate später schmeißt er hin und widmet sich ausschließlich seiner Religion. Im neuesten Statement erklärt er warum und arbeitet daran, seine Vergangenheit mit der Musik vollständig zu entfernen. Nur der Islam spielt für ihn eine Rolle. Ich habe mir diese Frage gestellt, warum? Yani, du sagst jedes Mal, Alhamdulillah, du bist Muslim, aber warum? Und warum ist der Islam überhaupt die richtige Religion? Ich habe mir diese Fragen gestellt, subhanallah, und habe die Antworten bekommen. Yani, das bedeutet, ich bin zu 1000% überzeugt vom Islam und ich habe verstanden, warum ich Muslim bin und was mein Ziel im Leben ist und was Allah subhanahu wa ta'ala von mir will. Das habe ich verstanden. Und ich habe aufgehört mit der Musik. Wallahi, und ich lebe meine besten Tage. Ich lebe meine besten Tage. Guck mal. Ich lebe meine besten Tage. Ich kann wieder schlafen wie ein Baby. Ich genieße meine Zeit im Alltag. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie. Ich habe Brüder kennengelernt. Allahu Akbar, diese Brüder sind Geschenke von Allah Azawajal. Yani, ich liebe sie für Allah, wirklich. Ich bin happy, so, ne? Und in der Musikbranche, guck mal, ich weiß nicht, was. Guck mal, hört mal zu, ihr seid alle gerade hinter diesem Handy und guckt mir zu. Und ich bin nicht der Einzige, der mir zuguckt und zuhört. Wer weiß, wie vielen Rappern ihr folgt oder Influencern oder Bekanntheiten ihr folgt. Yani, keine Ahnung, diese Amerikaner auch. Das ist nur das, was ihr auf Instagram seht und auf TikTok seht und auf den Musikvideos seht. Alles hört sich immer krass an und geil und ich will auch sein Leben. Wallahi, wallahi. Du willst nicht das Leben eines Rappers. Du willst nicht das Leben eines Rappers, weil dieses Leben bzw. diese Branche macht dir nur Minus. Yani, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ne? Du kriegst nur Minus. Du bist an falschen Orten, du bist mit Leuten unterwegs, auf die hast du gar keinen Bock. Geschweige denn die Handlungen, die du machst. Ja, nee, du musst, guck mal, ich bin jetzt Rapper, okay? Okay? Sagen wir mal jetzt, ich bin Rapper, ja? Ich hab jetzt einen Song. Ich muss in die Clubs, in Discos und muss auf die Bühne und muss abgehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bring euch dazu einfach, dass ihr euch in die Hölle schmeißt. Und wallahi, mit welcher Fresse, mit welchem Gesicht soll ich vor Allah stehen? Mit welchem Gesicht haben mich meine Eltern deswegen so erzogen? Das Problem ist, mein Bruder, was du nicht verstehst, ich bin 23 Jahre alt. Ja, nee, ich könnte noch 10 Jahre weiter versuchen und irgendwann mal platzen, weißt du, was ich meine? Aber ich habe einen Cut gemacht, weil ich verstanden habe, dass es verboten ist. So. Und wer sagt, dass es nicht geklappt hat? Ich habe mit 20 Jahren 200.000 Euro verdient. Mit einer Unterschrift. Ich habe von zu Hause aus Träume verwirklicht. Mein kleiner Bruder Azad ist in die Schule gegangen mit 3-4 Mille Anzügen. Ja, nee, ich bitte dich. Ich habe Millionen Klicks. Was redest du? Was hat nicht geklappt? Ich könnte doch weitermachen. Ich hatte 2-3 Jahre Struggles, Turbulenzen. Okay. Das ist meine Qadr gewesen. Allah hat mir die Tür zugemacht und ich habe versucht, die Tür kaputt zu brechen. Ich habe die ganze Zeit an dieser Tür gezogen, aber Allah hat die Tür zugemacht und irgendwann habe ich akzeptiert. Aber ich bin 23 Jahre alt. Guck mal, wäre ich 40 Jahre alt, dann sag, es hat nicht geklappt und er hat jetzt die Seiten gewechselt. Aber ich bin 23. Wenn ich jetzt will, ich kann morgen wieder ins Studio gehen und wieder rappen und versuchen und machen und irgendwann, man muss doch irgendwie klappen. Ach, lass reden, die Leute da. Was reden die Leute da? Checken nicht, Leute denken, Rapper bei denen nicht klappert. Und das ist. Ja, aber geil gesagt. Sanki, ich hab selber erfunden, dass es haram ist. Es war die ganze Zeit haram.
Nur ich hab's damals nicht eingesehen oder ich war so blind und hat mich nicht gejuckt. Jetzt, es juckt mich. Aber es gibt bestimmte Verträge, ja? Und ich bin jetzt auch am Abklären mit Berlin, mit Universal, dass ich meine Musik komplett raushol und meine Seite clean mache, meine YouTube-Seite und meine Spotify-Seite, so dass ihr inshallah nie wieder Musik von mir hört. Inshallah, inshallah. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr die Entscheidung von Brado und sollten sich mehr Rapper mit dem Islam beschäftigen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.